Herzlich willkommen bei WKO im Bezirk On Air. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir sprechen heute über das Thema Green to Home, Projektstart, Logistikneubau. Bei mir zu Gast heute der Wirtschaftskammer Wien, Bezirksobmann Magister Rainer Newald. Er spricht mit mir über seine Erwartungen zum Thema Green to Home, über die Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und auch über die Vorteile des Projekts. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ein weiterer Gast ist ein Experte. Bei mir zu Gast ist Michael Pulzett. Er ist Initiator der Dienstleistung Green to Home und er präsentiert uns heute das Pilotprojekt der Logistik 2030 Plus. Green to Home ist die erste Dienstleistung für eine gebündelte, umwelt- sowie verkehrsschonende und lautlose Zustellung und Abholung von Waren und Paketen. Green to Home gibt es für Privatkunden und für Unternehmer. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie können heute Fragen an uns stellen. Wir würden uns freuen, wenn Sie das tun. Einfach in der Sidebox eingeben und wir werden dann versuchen, so viele Fragen wie möglich am Ende der Sendung zu beantworten. Aufgrund von Corona-Maßnahmen müssen wir heute ein bisschen Platz tauschen. Es dürfen nur drei Leute hier sitzen und wir werden dann noch einen weiteren Experten haben. Das heißt, wir werden Platz tauschen. Ich darf Sie also bitten, Fragen an den Herrn Punze gleich zu stellen, damit wir das wirklich in der Diskussion einbauen können. Meine erste Frage geht es aber an Sie, Herr Obmann. Was erwarten Sie denn generell für die Wirtschaft im 7. Bezirk in Bezug auf Green to Home? Es wird sowohl der Verkehr entlastet, es wird die Umwelt entlastet, es wird aber sehr wohl auch die Infrastruktur entlastet. Wir kennen heute alle die Problematik mit Zustelldiensten, die sehr individuell Pakete und Bestellungen zustellen, in den Gassen stehen bleiben, sehr zur Verkehrsproblematik in den sehr engen Gassen des 7. Bezirks beitragen. Und eine Lösung wie diese würde auch, was die Zustellfrequenz und die Abwicklung betrifft, hier sicher einiges lösen können. Wir sind auch der Meinung, dass diese berühmte letzte Meile, um die es dann immer bei der Zustellung geht, dass man das überhaupt im Gesamtkonzept besser aufstellen sollte. Es gibt im 7. Bezirk nicht sehr viel Platz, das wissen wir alle. Und dementsprechend müssen da hier alle an einem Strang ziehen. Und ich glaube, dass so eine Lösung hier eine Lösung ist, wo alle irgendwo daran profitieren werden. Mhm. Welche Rolle kann denn dieses Projekt, das Image des Bezirks spielen? Naja, grundsätzlich, der 7. Bezirk ist ja ein Bezirk, der ja auch aufgrund der gesamten Infrastruktur ja aufgrund des Verkehrs ja schon sehr belastet ist. Dementsprechend man auf nachhaltige Lösungen setzen sollte. Und wenn solche Lösungen funktionieren, ich bin hier sehr zuversichtlich, dass das funktionieren wird, sollte man eigentlich auch hoffen, dass das auf das Image des Bezirks überschwappt. Und ich hoffe, dass da hier viele mitmachen, weil es ist eine ganz tolle Lösung, nicht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch für die Betriebe, es einfach für alle leichter zu machen. Herr Punzett, wir reden über Green to Home. Wir wollen natürlich ganz genau wissen, was ist denn das genau? Können Sie uns das kurz und knackig ein bisschen erläutern? Ich werde es versuchen, kurz und knackig. Sie haben einen sehr schönen, aber doch sperrig klingenden Satz ja eingangs schon erwähnt. Was ist Green to Home? Wir sind angetreten vor einigen Jahren sozusagen mit dem Thema Mobilität neu zu denken. Mobilität in der Verbindung aus Hardware, nämlich dem Fahrzeug und auch Software, sprich Digitalisierung. Und wir haben uns zunächst mal um das Thema Logistik gekümmert und wir freuen uns sehr, da zu sein, weil da massiv viel zu tun ist. Green to Home tatsächlich ist eine nachhaltige, umweltschonende, verkehrsschonende und lautlose Zustelldienstleistung für Waren und Pakete aller Art. Unser Angebot richtet sich sowohl an Privatkunden als auch Unternehmen. Mit unserem Angebot haben beide Kundengruppen die Möglichkeit, erstmals sozusagen von sich aus den ersten Schritt zu machen, wie Ware transportiert werden muss und transportiert werden sollte. Und beide Kundengruppen haben dadurch aktiv die Möglichkeit, wirklich einen nachhaltigen und insbesondere auch einen messbaren Fußabdruck zu hinterlassen, wie Ware bestellt und wie Ware auch tatsächlich am Ende vom Tag zugestellt wird. Was heißt das konkret? Wir liefern alle Warenströme sozusagen sind bei uns rein batterieelektrisch transportiert oder mit Lastenfahrrädern. Das sehen wir uns ganz stark in Bezug auf vorhandene Infrastruktur an. Das ist ein sehr spannendes Projekt in Wien 7. Gerade dort ist das Thema Infrastruktur und, sage ich mal, Verkehrsbeschaffenheit, Straßenbeschaffenheit sehr wichtig und sehr zentral. Und die Kunden haben wirklich dann die Möglichkeit, hier aktiv beizutragen. Und was uns ganz, ganz wichtig ist, ist, dass unsere Mission, nämlich Green to Home, auch im Betrieb immer eine Verbindung ist
im Sinne der Einbeziehung von Gemeinden, von Städten, von Kundengruppen, sei es Privat- und Unternehmensgruppen. Also das muss sozusagen zusammen funktionieren. Alle können etwas miteinander beitragen. Wir nutzen das, was an Verkehrs- und genereller Infrastruktur in der Gemeinde, im Ort oder im Bezirk dann auch tatsächlich vorhanden ist. Unsere Plattform Green to Home, wie wir dann tatsächlich am Ende vom Tag auch die Produkte zum Kunden bringen dürfen und auch vom Unternehmer abholen dürfen und zustellen dürfen, ist eine sehr kundennahe. Und die Plattform ist vor allem offen für alle. Also wir schließen auch alle Logistik- und Transportunternehmen, die lokal arbeiten, gerne mit ein, insofern sie dann sozusagen auch unserem Qualitätsanspruch, sage ich jetzt mal im Sinne von batterieelektrischen Fahrzeugen, dann auch tatsächlich haben. Also dieses Zusammenspiel aus Gemeinde, Stadt, Bezirk plus Privatkunden und Unternehmenskunden ist eines, das wir sehr eng denken und sehr eng spielen möchten. Für uns ist Green to Home, wir haben uns zum Credo und zum Motto gemacht, Green to Home soll für Unternehmen und für Privatkunden nicht die zweitbeste, sondern die erstbeste Lösung sein. Getreu unserer drei Missions-Eckpfeiler, Green to Home soll umweltfreundlich, soll effizient und insbesondere für den Privatkunden am Ende vom Tag, nachdem er schon online bestellt hat, auch erfreulich sein. Wir haben für Sie eine Präsentation zusammengestellt, da können Sie vieles nachlesen und noch viel mehr. Sie können das im Download-Bereich herunterladen. Meine nächste Frage, in wem ist dieses Vorhaben ja einzigartig? Welche Vorteile habe denn ich als Unternehmerin oder als Unternehmer, wenn ich Teil dieses Projekts bin? Ja. Also für Unternehmer haben wir neben dem klassischen Logistikangebot, nämlich der Abholung, der Zustellung und dem gesamten Warenhandling, was die Verpackung, die Etikettierung betrifft und die Lagerung betrifft, haben wir auch das Thema Online-Marktplatz. Also wir bieten für gerade stationäre kleinere Einzelhändler im Bezirk eine kollektive Möglichkeit an, um Produkte online verkaufen zu können, sozusagen als sehr regionaler und lokal verankerter Gegenpol zu den, sage ich mal, ganz großen, ohne Namen nennen zu wollen und zu müssen. Und über diesen Online-Marktplatz ist es uns möglich, und das wird ganz, wir sehr stark durch unsere Software, die wir laufend am Aufbauen sind, dann auch in Zukunft bewerkstelligt, sozusagen die Interessen, die die Unternehmen haben, auch sehr stark mit den Interessen des Privatkunden verknüpfen können. Das ist ein unmittelbarer Vorteil für den Unternehmer. Die Teilnahme sozusagen auf unserem Marktplatz gibt dem Unternehmer die Möglichkeit, einerseits Waren online zu verkaufen, über ein regionales Schaufenster, über ein lokales Bezirksschaufenster hinaus, bekommt der Unternehmer dadurch mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite und er hat und sozusagen Zugriff auf die laufend wachsende Green-to-Home-Privat-Kunden-Community, wo wir ja wissen, die denkt nachhaltig und insbesondere die kauft auch sehr nachhaltig ein. Und da können wir sozusagen dem Unternehmer die Möglichkeit geben, tatsächlich auch direkt Kundengruppen anzusteuern, anzusprechen über unsere Privatkunden, die unserer Mission folgen. Jetzt gehen wir vielleicht wirklich ins Detail. Ich bin Unternehmerin, ich möchte da gerne mitmachen. Wie gehe ich es denn an? Ich muss mich mal anmelden, nehme ich an. Mich würde natürlich interessieren, was kostet mich das und wie zuverlässig ist das? Ja, also wie als Unternehmerin Sie bei uns mitmachen, ist am Anfang sehr einfach gesagt. Also wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme unter www.green2home.at. Haben Sie die Möglichkeit, direkt mit uns Kontakt aufzunehmen. Es ist auch in der Präsentation, die die Zuseherinnen und Zuseher hier vor sich haben. Auf der letzten Seite sollte auch ein QR-Code drinnen sein, wo man direkt mit uns Kontakt aufnehmen kann. Kurz uns mitteilt, was ist von Interesse. Ich muss vorweg schicken, unser Angebot ist modular aufgebaut. Es muss nicht jeder alles sozusagen, was wir im Angebot haben, auch nutzen. Es ist für Unternehmen modular aufgebaut, es ist auch für Privatkunden modular aufgebaut. Der Weg zu uns ist ein sehr kurzer, einfach ein E-Mail schreiben, wir freuen uns über einen Anruf. Alles, was bei uns passiert, ist sehr persönlich. Wir wollen das Thema Green to Home wieder direkt an den Privatkunden adressieren und direkt an den Unternehmer adressieren. Also sprich, wenn wir vom Unternehmen Waren abholen und die Privatkunden zustellen, dann ist für uns der Fahrer unserer Fahrzeuge ist sozusagen der erste Verkäufer des Produkts und ein verlängerter Arm sozusagen des Unternehmens, des Partnerunternehmens, mit dem wir zusammenarbeiten dürfen. Der Weg zu uns ist, wie gesagt, ein kurzer, uns ein E-Mail schreiben, wir rufen gerne zurück. Privatkunden können sich direkt auf unserer Webseite anmelden über ein Formular. Auf unserer Webseite finden Sie auch, wie funktioniert Green to Home eigentlich auch im Anmeldeprozedere. Wie gesagt, was Sie haben noch das Thema Kosten angesprochen. Das Thema Kosten, wie gesagt, unser Angebot ist modular aufgebaut. Einerseits die gesamten Logistikdienstleistungen, wir bringen, wenn der Unternehmen möchte. Unternehmer möchte auch die Waren zu ihm in den Bezirk. Stichwort, keine zu großen Zustellfahrzeuge, die in den Bezirk hineinfahren. Wir haben die Möglichkeit, auch Waren zu lagern,
außerhalb des Bezirks, weg von den Wohngebieten, weg sozusagen von den Ruhezonen der Kunden. Der Unternehmer kann das gesamte Thema der Verpackung und der Etikettierung und den direkten Versand auch an uns delegieren. Sprich, der Unternehmer kann sich sozusagen um seine Kunden kümmern und um die Produktpflege und muss sich nicht mehr mit dem logistischen Backbone sozusagen beschäftigen. Auch das kann er uns auslagern. Und natürlich werbewirksame Maßnahmen, die wir gerne dann über unsere Green-to-Home-Community machen. Also sprich, es ist eine lange Antwort auf eine einfache, kurze Frage. Wir würden direkt den Kontakt mit dem Unternehmer aufnehmen, wenn er sich für unsere Dienstleistung interessiert. Wir sprechen mit ihm, wir sehen uns gerne die logistischen Abläufe an und machen dann ein sehr persönliches Angebot. Persönlichkeit, wie gesagt, steht bei uns ganz, ganz vorne. Und das Thema Zuverlässigkeit, eine ganz zentrale Frage. Ich komme mit einem meiner Lieblingssprüche. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Und wir freuen uns über die Initiative. Wir sind ja schon gestartet. Wir fahren schon im Bezirk Mödling. Wir haben die ersten Unternehmenskunden. Wir haben auch zahlreiche Privatkunden, die sich unserer Community bereits angeschlossen haben. Und ich freue mich wahnsinnig, jetzt sozusagen auch den Schritt nach Wien mit dem Bezirk Wien 7 sozusagen umsetzen zu dürfen. Gekommen, um zu bleiben, klingt doch schon mal gut. Ja. Und ich würde sagen, wir werfen jetzt einen Blick in den 7. Bezirk. Herr Obmann-Newald war mit einem Kamerateam unterwegs im 7. Bezirk und hat Unternehmerinnen und Unternehmern befragt zum Thema Green to Home. Hallo meine Lieben. Ich bin heute in Neubau im 7. Bezirk unterwegs, besuche Unternehmerinnen, Unternehmer und auch den Bezirksvorsteher und ich werde Ihnen einige Fragen zum Thema Green to Home stellen. Kommt mit mir! Und welche Erfahrung habt ihr mit dem Versand von Paketen? Wir haben einen großen Online-Shop, der in der Pandemiezeit gewachsen ist natürlich. Und wir versenden von kleinen Schnuller bis zu zwei Paletten Möbel und haben verschiedenste Paketdienste mit denen zusammengearbeitet und haben manche gute Erfahrungen, manche schlechte. Und Kunden sind auch unterschiedlich zufrieden. Aber ich glaube, fairen Transport kann man nur erreichen, wenn man in der ganzen Kette niemanden stresst. Und das wäre mir persönlich sehr wichtig. Ja, seit Jahren eigentlich ganz gute Erfahrungen. Wir haben einen Webshop und über den Webshop versenden wir täglich zwischen 10 und 50 bis 100 Packeln. Das läuft ganz gut und wir sind ganz froh, dass wir unsere Kunden mittlerweile weltweit beschicken können mit unseren Sachen. Was gefällt Ihnen am besten an Green to Home? Wir haben eine kleine Analyse gemacht. Wohin versenden wir? Wir versenden weltweit, aber wir versenden auch in den 7., in den 8., in den 9. Bezirk. Und da stellen wir uns ganz oft die Frage, sollen wir es wirklich der Post mitgeben in ein großes Verteilzentrum, um dann wieder kilometerweit das Päckchen zurückzuschicken? Sollen wir es lieber selber mit dem Lastenrad transportieren? Wir hätten ein Lastenrad, aber wir haben die Kapazitäten nicht. Und da wäre eigentlich so ein Anbieter wie Green to Home für uns eine ganz spannende Ein ganz spannender Partner. Das Beste bei Green to Home gibt es nicht. Das sind zwei Sachen. Das eine ist das unglaublich innovative und tolle Team, das dahinter steht und sich wirklich was überlegt hat. Und das Zweite ist, dass mir wahnsinnig gut gefällt, dass nicht nur die grüne Meile zum Kunden hin, sondern auch von den Geschäften, von uns weg funktioniert. Das heißt, wir haben eine totale Entlastung im Bezirk und in der Region. Also das finde ich wahnsinnig toll und innovativ. Und hat der Lockdown das Interesse daran gesteigert? Im Lockdown haben Leute begonnen, online zu bestellen, die vorher nie online bestellt haben oder vermehrt bestellt haben. Und ich glaube, es ist eine gewisse Gewöhnung eingetreten, dass sowas funktionieren kann. Darum werden weltweit die Online-Bestellzahlen einfach weiter steigen. Und da muss man einfach schauen, schafft man es vielleicht auch mit einem CO2-neutralen Transport, das anzubieten. Ich fände es interessant, wenn wir auf unserer Website unseren Kunden ein Häkchen setzen lassen können, dass sie sagen, ich will einen eine neutrale Lieferung bekommen und dann wäre Green to Home ein interessanter Partner. Ja, total. Alles, was Neues, alles, was cool ist, machen wir natürlich. Ich glaube,
dass es nicht nur den Lockdown betrifft oder aufgrund des Lockdowns so ist, sondern dass das überhaupt die Zukunft sein wird, dass man sich solche innovativen Konzepte überlegt. Und warum setzt sich der Bezirk für neue Logistiklösungen ein? Man kann das tagtäglich auf den Straßen vom 7. erleben, wie viel an Lieferverkehr gerade der Onlinehandel verursacht hat. Das ist zu viel für die Bevölkerung mittlerweile. Und mir geht es darum, den lokalen Handel zu unterstützen und genauso für eine Verkehrsberuhigung auch diesen Schritt der grünen Logistik zu schaffen. Und wie wird der Bezirk das Projekt unterstützen? Ich glaube, dass das Konzept von Green to Home dann Erfolg hat, wenn einerseits die lokalen Händler mitmachen. Da danke auch an die Wirtschaftskammer Wien, das Projekt so großartig auch zu unterstützen. Und ich als Bezirksvorsteher sehe meinen Part darin, die Bevölkerung zu motivieren, hier diese grüne Logistik zu unterstützen, sich zu beteiligen, für die letzte Meile Green to Home zu nutzen. Ja, wir haben eben im Beitrag gesehen, die Unternehmerinnen und Unternehmer im 7. Bezirk sind sehr interessiert an Green to Home. Und der Herr Oppmann hat jetzt noch einen Appell. Nein, ich möchte eigentlich mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken, die dieses tolle Projekt auf die Beine gestellt haben und möchte eigentlich alle Betriebe, alle Unternehmerinnen und Unternehmer ermutigen, bald da dabei zu sein, weil wir sind irgendwie der erste Bezirk in Wien, der das hier umsetzt. Und ich glaube, wenn wir da mit einem guten Beispiel vorangehen, könnte das auch in ganz Wien ein Erfolg werden. Und das soll es am Ende auch sein. Ich habe jetzt eine weitere Expertin bei mir, und zwar Frau Diplom-Ingenieur Andrea Fast. Sie ist Leiterin des Bereichs Standort- und Infrastrukturpolitik der Wirtschaftskammer Wien. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Sie erläutern uns heute ganz genau die Bedeutung von City-Logistik-Projekten. Und gleich meine erste Frage, worum beschäftigt sich denn die Wirtschaftskammer Wien überhaupt mit einem Thema City-Logistik? Ja, wir beschäftigen uns schon seit 2016 mit dem City Logistik, gemeinsam mit den Partnern Stadt Wien, Land Niederösterreich und der Kammer in Niederösterreich haben wir uns mit allen Fragen, und das sind sehr viele komplexe Fragestellungen im Logistikbereich, also wie kommen die Waren nach Wien und wie kommen Waren wieder aus Wien heraus, beschäftigt. Es gibt da diesen Aktionsplan mit ganz vielen Aktionen, und da sind wir jetzt seit 2019 damit beschäftigt, diese Aktionen umzusetzen. Da gehört ganz viel in der Last Mile dazu, also unser heutiges Thema. Und wir sind eben vor allem daran interessiert, solche Pilotprojekte umsetzungsreif wirklich auf die Straße zu bringen in diesem Sinn. Und da gehört Green to Home dazu. Was ist denn Ihrer Meinung nach das Einzigartige an diesem Projekt Green to Home? Das Einzigartige an Green to Home ist die Kombination des Angebotes. Wir haben den Herrn Bunzet vorher gehört. Also die batterieelektrischen Fahrzeuge, die einen Beitrag zur CO2-freien City-Logistik liefern. Die Konsolidierung von Waren, das ist ein Thema, das besonders heikel und zäh zu bearbeiten ist. Deshalb freut es mich, dass wir es hier in diesem Projekt drinnen haben. Dann der City Hub, den Sie haben. Sie haben ja eine kleine Location angemietet, von wo aus das alles gemacht wird für den 7. Bezirk. Und dass es sich gleichermaßen an die Händler und auch an Gewerbetreiber, den 7. Bezirk generell wendet, und an die Privatkunden. Das ist eine einzigartige Kombination, und da erwarten wir uns, dass wir hier auch einen neuen Level an der Zielerreichung nachhaltige Logistik hier heben können. Man merkt, das ist Ihnen wirklich ein Anliegen. Warum unterstützt denn die Wirtschaftskammer Wien dieses Projekt? Ja, wir sind natürlich sozusagen Drehscheibe zwischen den Unternehmern. Wir versuchen immer neue Themen an die Unternehmer heranzubringen. Wir wissen, dass viele, vor allem auch in den letzten Monaten, gesehen haben, dass es ganz ohne Online doch nicht so gut geht. Und da greift das jetzt. Wir wollen da wirklich weiter unterstützen, die innovativen Ansätze, die Marktplätze, die schon bespielt werden von den Unternehmern. Und da kann Green to Home diesen Gap noch sehr gut schließen.
damit es für den Unternehmer möglichst einfach wird. Ich bin aber auch sehr froh, dass der Bezirk, wir haben es ja im Beitrag gesehen, dabei ist. Denn es ist auch wichtig, dass wir ganz viel Aufklärungsarbeit beim Kunden machen. Es ist da für den Kunden, und es wird ihm manchmal so suggeriert, dass es völlig egal ist, wenn er jetzt am Knopf drückt und dass er immer sagt, ich muss das sofort haben, in ein paar Stunden oder am nächsten Tag. Das ist ja nicht immer so. Wenn ich am nächsten Tag ein Buch brauche für die Kinder oder ein Schulmaterial, dann wird es so sein. Aber wenn ich gerade die 5. Jeans mir bestelle, dann ist es vielleicht besser. Die Waren werden konsolidiert. Wir haben weniger Verkehr im Bezirk und es wird in diesem Modell hier sehr gut abgebildet. Damit wir vielleicht eine zeitliche Vorstellung bekommen, wann geht es denn los mit dem Projekt? Wann wird das gestartet? Wir bereiten das Projekt so seit Jahreswechsel vor, also mit Green to Home, mit dem Bezirk. Und Unternehmer können sich ja ab sofort schon bei Green to Home melden. Das wäre auch sehr gut, wenn das passiert. Und es wird die EDV und alles immer noch verbessert. Und ab Herbst können wir dann so richtig auch mit den Privaten loslegen. Also eigentlich ist genau der richtige Zeitpunkt, um zu starten. Haben Sie vielleicht noch irgendwelche Anliegen, die Sie gerne anbringen würden, bevor wir mit der Sendung schließen? Haben Sie noch irgendwelche Anliegen? Ja, am meisten würde es mich freuen, wenn möglichst viele mitmachen. Wir wollen im 7. Bezirk ja jetzt sozusagen das als Vorzeigemodell hier aufziehen, als Pilotprojekt in 2030. Auf der Homepage findet man dann das auch alles. Und dann bin ich schon gespannt, ob nicht der eine oder andere Bezirk uns das nachmachen wird. Was wir den Kopf haben, Herr Hoffmann. Haben Sie noch ein Anliegen? Naja, ich kann mich da nur anschließen und sagen, okay, wir gehen mit gutem Beispiel voran. Und ich glaube, es ist sinnvoll für alle Bezirke, egal wo sie liegen, egal wie groß sie sind. Für uns, für den 7. Bezirk ist es speziell, weil, ja, weil die Logistik hier eine andere ist. Aber ich glaube, es ist für alle gleich wichtig und ich hoffe, wir können dazu einen Beitrag leisten. Das stimmt auf jeden Fall, weil man sieht ja, Green to Home fährt außerhalb von Wien schon, im Bezirk Mödling. Also da ist eine ganz andere Struktur gegeben als jetzt im 7. Bezirk. Und das Modell ist einfach wirklich universell gut anwendbar hier im Großraum Wien. Wenn Sie jetzt sagen, ich habe doch noch eine Frage dazu, dann stellen Sie diese Frage doch. Wir haben eine eigene E-Mail-Adresse für Sie, und zwar onair@wkw.at. Unsere Expertinnen, Experten, unser Herr Obmann beantwortet diese Frage dann gerne auch nach der Sendung. Also bitte stellen Sie die Frage. Wenn Sie Feedback haben, wir freuen uns darüber. Bitte geben Sie uns Feedback. Ich bedanke mich bei Ihnen für das wirklich sehr, sehr interessante Gespräch, für das wirklich interessante Thema. Es ist so wichtig für uns. Wir haben da wirklich viel erfahren. Ich darf noch mal darauf hinweisen, wir haben eine Präsentation für Sie vorbereitet. Bitte laden Sie die runter, schauen Sie sich das in Ruhe an. Wir haben die Sendung auch aufgezeichnet. Sie können die Sendung auf YouTube danach sehen. Wir blenden den Link ein, wie Sie zum YouTube-Kanal kommen und die Sendung nachsehen können. Unsere nächste Sendung ist dann am 9. Juni. Wir starten ausnahmsweise um 10 Uhr, also um eine Stunde später. 10 Uhr ist der Start. Wir werden zu Gast haben die Wirtschaftskammer Wien Bezirksobfrau aus dem 10. Bezirk, Frau Iris Einwaller. Und unser Thema wird auch ein spannendes sein, und zwar Konzepte gegen den Leerstand. Ein wichtiges Thema, und da werden wir einen ganz speziellen Gast haben, und zwar aus Trofeiach wird der zu uns ins Studio kommen. Ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.